Liebe Freunde, seid gegrüßt, hallo. Ein Vegan hier, today, heute eine Erdnussmilch. Und zwar etwas anders, als mal die andere nicht gemacht habe. Und zwar nehme ich jetzt Erdnussmus, den ich selbst gemacht habe. Hier, ein schönes Glas aus einem Pfund Erdnüssen, wilden Erdnüssen, natürlich, versteht sich. Die tue ich jetzt hier einfach in den Mixer rein. In dem Mixer habe ich gerade zuvor dieses Erdnussmus hergestellt. Ich muss zugeben, es war ein bisschen schwierig. Dieser Mixer ist sehr toll, ja, ein super Mixer. Aber ich würde vorschlagen, das Erdnussmus doch lieber mit der Küchenmaschine zu machen. Und man möchte noch einen Entsafter dazu zu nehmen. Dazu später mehr. Ich gebe euch erstmal von diesem leckeren Erdnussmus. Sonst ist da gar nichts drin. 1, 2, 3. Ja, sagen wir mal 4 Teelöffel rein. Die doppelte Menge an Erdnüssen, könnte man sagen. Und daraus mache ich jetzt einen halben Liter Erdnussmilch. Ja, ein bisschen Wasser dazu. So, einen halben Liter ungefähr. Schauen. Und das war's schon. Mehr ist gar nicht nötig. Die Nussmilch. Ja, sehr klar. Nussmilch ist ja aus Nüssen und die Erdnuss ist ja eine Leguminose, also Hülsenfrucht. Das ist natürlich was ganz anderes. Tatsächlich mehr Eiweiß, weniger Fett und viele andere Sachen. Also die Konsistenz ist ganz okay, scheint mir. Ich probiere es jetzt mal mit einem kleinen Löffel. Ja. Sie hat eben auch nicht die Süße von Nussmilch. Nussmilch sind immer süß. Ja, nicht immer. Aber auch Haselnussmilch, Entschuldigung, auch Walnussmilch, ein bisschen bitter ist, hat ihre Grundsüße. Anders bei der Erdnussmilch. Deshalb eignet sie sich auch natürlich für ganz andere Arten von Schmusis zum Beispiel oder Suppen. Ja. Hier seht ihr sie. Ganz köstliche Milch. Einfach nur pure Erdnussmilch, ohne was sonst. Kann man natürlich noch einen Dattel reinmachen. Oder auch Salz in die eher würzigere Ecke hineingeben. Das reicht für mich erstmal. Und ihr könnt ja gerne mal probieren, wie es wird. Man braucht, das ist der Witz natürlich auch dabei, bei diesem Erdnussmus-Ansatz, dass man hier gar keinen Filter braucht. Ich brauche jetzt gar kein Nusstuch, Nussmilchbeutel, brauche ich gar nicht, oder keines für eine Sieb. Mit dem vorherigen Mixen der Erdnüsse zum Erdnussmus entfällt das alles. Könnt ihr also mit einem Mixer auch Milch herstellen. Ohne weiteres. Ja, wenn ihr mehr von meinen Rezepten sehen wollt, ich bringe jeden Tag ein neues raus. Und dann könnt ihr zum Beispiel einfach einmal den Kanal MD Vegan abonnieren und schon kommt jeden Tag ein neues Rezept in eure Mailbox. Bis später.